So, jetzt ist es ab. Habt ihr YouTube-Kanal? Ja. Jurassica Parker, das wirst du dir eh nicht merken. Was ist das? Bist du ein Mädchen? Das ist eine Kamera. Ja, ich auch. Okay, cool. Bitte, was? Was hast du gerade gesagt? Das ist ein Vater. Was? Das ist eine Handtasche. Das ist eine Handtasche. Da passen Daten rein. Ist das keine Flasche? Das ist eine Handtasche. Machen Sie gerade ein YouTube-Video? Ja. Nein. Können Sie mich auch filmen? Nein. Nö. Bitte. Nein. Die Instagram, doch jemand drin. Oder? Nein, ich möchte dich überhaupt nicht filmen. Du bist aber schön. Hola, guck dich mal an, Opa. Was heißt denn Hola? Auf Spanisch heißt es Hallo, oder? Wie frech diese jungen Leute heutzutage sind. Weißt du, die haben noch keine Haare am Sack, wollen aber Transen belehren. Die haben gar keinen Sack, darum geht's ja. So, wir gehen jetzt mal einfach auch weiter. Gott, ihr nervt, ganz ehrlich. Können wir einfach mal ganz ehrlich mal in Ruhe irgendwo sitzen? Was möchtest du? Möchtest du irgendwas? Hast du Bock auf Stress jetzt oder was? Ja, dann flüchte mal einfach. Kleine Schissersau. Wasch dich zwischen die Beine. Aber echt mal. Kann doch wohl nicht wahr sein. Weißt du, noch keine Haare am Sack, wie du sagst. Aber frech wie Sau. Merry Christmas. Guten Tag. Was denn? Saluda a mi amigo, saluda por favor. Mándale un saludo. Ich verstehe kein Hallo. Mi amor. Was ist das? Ich verstehe nicht. Ja, es ist una. Nice to meet you. Hallo, nice to meet you. I don't understand your language. I'm sorry. Spanisch. Spanisch. Ja. No, English. English. Okay. Bye. Adios. Sind die alle verrückt? Weinhaus. Ein Bild möchte er noch machen. Was sind die hier alle? Ach, das ist eine Frau. Das ist ja bei uns falsch. Nee, nee, nee. Nee. Mit Penis. Nein, wir, nein, nein. Ist er ein Transficker? Ja, mach das nicht. Er hat das gerade. Also, wir sind jetzt gerade hier in der transsexuellen Partnervermittlung. Das ist deine Hand an meinem Arsch? Ja, mein das kann doch jetzt nicht wahr sein, Weiler. Wir sind beide verheiratet. Also ich bin wir sind beide verheiratet. Wir sind nicht auf dem Markt. Wir sind der... Danke. Nein, tschüss. Jetzt wolltet ihr uns echt fotografieren, um uns zu vermitteln. Transficker. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los, Weiler? Guten Tag. Very important promise. Den Namen finde ich richtig gut, muss ich sagen. Wer hat sich den ausgedacht? Meine Chefin. Deine Chefin? Ich deine Chefin. Victoria. Sag der Victoria nochmal schöne Grüße und sie ist sehr kreativ. Very important Pommes. Weinhaus, wir müssen noch beten gehen. Ich will aber erst ins Geschenk. Was? Ach so. Du wolltest hier drin stehen. Gut, dann gehen wir so hoch. Gehen wir wieder raus. Muss ich jetzt wieder so raus wie gerade für die Kamera? Ja, warte mal. Das ist weihnachtlicher Limbo. So. Das sieht irgendwie unheimlich aus. Weihnachten. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin wirklich fasziniert gerade. Fasziniert von Weihnachten. Wollen wir rein? Das ist die Backplug-Abteilung und das und das. Aber es ist ganz süß. Ich mag ja so Kügelchen. Ne? Kann ja mit Kügelchen was anfangen. Aber hast du hier einen Baum? Nee. Übrigens, das möchte ich den YouTube-Teilnehmerinnen gerade mal kurz erklärt haben. Kultur 1a. Wenn man sich saure Gurken an den Baum hängt, hat man im neuen Jahr Glück. Stimmt übrigens. Wirklich? Genauso, wenn man sich eine Spinne an den Baum hängt, ja. Eine Spinne möchte ich. Tschüss. Faszination Weihnachten. Kannst du bitte kurz mich filmen, wie ich in den Baum fasse? Übrigens ist das ein Bauwerk, dieses Tourismus par excellence. Ja. Das mischt wahnsinnig viele Stile. Ja. Historismus wahnsinnig bedeutet überladen. Dorisch, korinthisch, romanisch, gotisch, genau, alles zusammen. Zusammen. Und dann noch ein bisschen Elbenkunst aus Mittelerde, ist auch mit dabei. Guten Tag. Hallo. Hi. Guck mal hier. Hm.
hübsch, ne? Jessica? Was denn? Gehen wir das jetzt hin? Ich würde eigentlich gerne zum Europacenter nochmal, weil da ist so eine richtig schöne Schleife draußen dran. Ich finde es wirklich süß gemacht, die Schleife. Findest du nicht? Ist auch dein Outfit süß gemacht. Nee, also mein Outfit ist heute unter aller Kanone. Du hast vorhin gemeint, du findest, dass du süß bist. Ja, innerlich süß. Was ich sag euch, seitdem ich den Russen hab, schwelge ich in Luxus. Die Weiners hat nämlich einen Lebenspartner jetzt und der heißt? Der Russe. Der Russe, genau. Und der ist woher? Aus Russland. Deswegen ist es? Der Russe. Ja? Gestern Abend stand ich ganz verträumt an meinem Fenster zu Hause und hab den Schnee herabrieseln sehen und hab gedacht, das wird morgen ein wirklich weihnachtlicher Dreh mit der Parke wird auf dem Weihnachtsmarkt. Nee. Und dann wach ich auf und es ist 2 Grad und das Einzige, was übrig geblieben ist, dieser hässliche Rest. Aber ich möchte weihnachtlich reintreten. Also wenn jemand weihnachtlich reintreten kann, dann meine Tochter. So, Weihnachtsterrasse, Original Rühmanns Feuerzangenbowle. Wollen wir so eine Original Rühmanns Feuerzangenbowle trinken? Nee, Rühmann war auch Nazi-Sympathisant. Oh, aber ordentlich, so glamourös und so individuell. Ja. Machst du für die Trans jetzt ein bisschen mehr drauf als gewöhnlich? Natürlich. Nee, ganz normales Programm. Natürlich. Natürlich. Das Ganze. Dein Ernst, wir kriegen nichts extra. Das wirkliche Touristenprogramm. Also da gibt's auch. Also das ist eine ganze Generation. Oh. Ist auch so kühl die ganze Zeit. Das lohnt sich. Ist nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht die ganze Platte in Brand stecken. Doch, so muss es sein. Ruhe. Das schmeckt voll gut. Da ist auch ordentlich Sprit drin, ne? Meine Güte. Das schmeckt wie Baggeraroma. So, was bekommst du, Schatz? Ich hab gehört. Geht aufs Haus. Lass euch. Geht aufs Haus? Weihnachtsterrasse. Komm her, dann kriegst du einen Kuss. Das ist total süß. Ist das süß? Ich fühle mich so wohl. Die haben sich auf uns vorbereitet, nämlich in dieser Bereich wird Video überwacht. Keine Rucksäcke. Rucksäcke sind nicht erlaubt. Handtaschen? Handtaschen sind erlaubt. Ist aber ein bisschen niedrig, ist es hier. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch in meinem Innenhof aussieht. Da gibt es immer sehr viel Altpapier. Hier kann man noch Altpapier abgeben. Ach, hier sind die ganzen. Ach, guck mal hier, die Sirenik, Harald Schmidt, Katja Epstein oder Epja Kackstein, wie ich immer sage. Kilo Westerwelle, das heißt, man kann ja auch trauen. Aber guck mal, von der Desiree, da sind so viele Fotos. Desiree Nick wohnt hier unterm Tisch, warte mal. Desiree. Weinhaus, sag mal, wir waren hier noch eigentlich alles. Also meine gute Freundin, die Anuschka Renzi, die war auch schon hier. Wer jetzt gerne wissen möchte, warum die Weinhaus sagt, dass es eine gute Freundin ist, der guckt bitte das Video hier oben in der Infocard von unserer Modenschau bei Harald Glöckler. Die Anuschka und ich, wir sind so. Die Weiners hat jemanden gefunden, der süß ist. Ich möchte gerne so eine richtige. Hallo! Ja! Hast du Hormone? Das ist ganz schlimm! Ach nee! Ach Gott! Was ist mit dem los? Der hat Stimmbruch, der hat Hormone, der ist jugendlich. Viel Spaß dabei! Du wirst noch viele Jahre haben, wo du ganz viel Spaß haben wirst mit deinem Penis. Oh, guck mal, hier passe ich rein! Hier passe ich rein! Guck mal, sogar, ich kann hier sogar hüpfen. So, können wir jetzt bitte eine Wurst essen? So, Weinhaus, wir sind schon wieder am U-Bahnhof Kurfürstendamm und fahren jetzt nach Hause. Und weißt du, wer hier früher auch immer war? Nee. Die Christiane F. Nee, die war im Zoo. Die war immer am U-Bahnhof Kurfürstendamm auch ganz oft. Ich glaube, da kommt jetzt ein Verrückter. Warte mal, den filme ich für mich, ne? Ja. So, Weinhaus, wie hat es dir heute gefallen? Das war ganz fantastisch und ich muss sagen, ich finde ja West-Berlin ein bisschen weniger beschissen als Ost-Berlin. Ich sage tschüss. Merry Christmas. Schön mit dir, Merry Christmas. Happy Hanukkah, Happy und Kwanzaa. Bitte abonniert meinen YouTube-Kanal und Facebook und Instagram und bla und Snapchat. Und die Weinhaus auch, deswegen sagen wir einfach Beise. 1, 2, 3. Beise. Sharing is caring.